Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ori and the Will of the Wisps. Das Game freest einfach an dieser Stelle. Okay, wow. Nice. LOL. Schnitt. Also wer sich wundert, das Spiel ist bei mir letztes Mal auch schon eingefroren an der Stelle. Also Ori läuft bei mir. Das Ding ist, ich habe halt von niemand anderem sowas gelesen. Aber bei mir läuft Ori scheiße unrund. Dauern diese Nerd-Sounds, kurze Ruckler. Jetzt freest das Game einfach an einer Stelle. Okay. Ori. Ich darf da offenbar nicht mit, ich darf da offenbar nicht mit dem Sprint ran, sonst stürzt es ab. Willkommen, Winterwanderer. Die Eiseskälte hier an Bauers Spitze macht alles brüchig. Hast du je eine Karte zerbrechen sehen? Nun, ich auch nicht. Bis ich gestern eine fallen ließ. Die Splitter waren so scharf wie Glas. Ja, ich kaufe die Karte. Ja, am Ende der letzten Folge ist es genau da abgeschmiert und jetzt halt auch wieder. Ich hoffe, das setzt sich jetzt nicht so durch. So. Okay, jetzt geht's immerhin. Das war eben schon krass. Zweimal an derselben Stelle einfach gefreest. Okay, jetzt müssen wir erstmal. Moment. Aha, Gorlek-Erz. Sehr gut. So, alright. Kann ich auch. Fiel mir gerade ein. Jetzt werden hier die Mechaniken der anderen Gebiete. Okay. Wo sollte ich von hier aus hin? Keine Ahnung. Alright. Komm. Ich sehe halt legit nix. Wahrscheinlich muss ich erst wieder irgendwie nach oben was wegfriesen. Top. Sehr gut gemacht. Kannst stolz auf dich sein. Ach, da ist sie ja wieder. Oh.
Hast du das gesehen? Fast schon anmutig, wenn man sie aus sicherer Entfernung betrachtet. Schief hat erst hier oben gejagt, nachdem der Wind so eisig wurde. Ich bin ja auch selbst Wanderer, aber ich bezweifle, dass der Vogel die Spitze nur aus Neugier durchstreift. Vielleicht ist diese eisige Einöde immer noch schöner als ihre Heimat. Brrr. Hier kann ich ja ran. Perfekt, das war richtig gut. Okay, da ist das Ding, was ich feuern muss. Warte mal, es schießt so. Okay, das heißt, ich muss dann hinterher und es dann umlenken. Und jedes Mal, wenn man es verkackt, darf man wieder hoch. Yay! This is fun. Okay, zack. Jetzt. Ach, ja, logisch. Mein Feuer ist ja zurück. Okay, nochmal. Ja, okay, der ist eigentlich nicht so schwer. Ich kann auch eigentlich schnell runterjumpen und dann ihn unten abfangen, oder? Müsste eigentlich gehen. Ach, ich wusste jetzt gar nicht, ob jetzt der Eisklumpen das abgefangen hat. So, okay, das ging, das war in Ordnung. Ah. Hey! Lass mich durch! Arschgeiger. Hier brauchen wir die Schlüsselsteine. Ah, guck mal, hier gibt's. Nee, doch nur 4. Hm. Ich dachte, hier gibt's 5. Nimm das einfach nichts tut! So, okay, dann holen wir uns mal den ersten. So scheiße langsam. Ach, das ist so ein Ding. Au! So, dann holen wir uns den zweiten. Und dann haben wir 3 und 4 da oben. Okay, alles klar. Come on, Ori! Und den letzten. So. Gut. Haben wir. Hier, oh, da ist noch ein Gorleck-Erz. Au. Drin. Okay, irgendwie hier. Hm. Ach, von der Seite. Okay.
Nee. Das ist es nicht. Da muss man von oben ran und dann schweben. I guess. I hate you. Ihr seid gemeine Dreckskerle, seid ihr. So. Rohrleck Erz. Ach, ich hätte auch einfach da runterdruppen können. Naja. Gut. Hätte man einfacher haben können, aber ihr kennt mich. Wenn ihr von diesem Let's Play hier eines gelernt habt, dann einfach mache ich nicht. Das sieht Bosskampf-Arena-mäßig aus. Aber ich bin ja noch lange nicht fertig hier. Puh. Zack, 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 zack. Nachschrieg, machen wir einen Encounter. Nö, hier ist eine Fähigkeit. Nice. Lass mich raten, jetzt kann ich durch Eisflächen. Lichtstrahl. Um eine Feuerkugel auszuwerfen. Na, okay. Dann halt das. Okay, jetzt nochmal ein. Ah ne, Moment. Aha, 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 aha. Okay, von der anderen Seite. Okay, jetzt hatte ich gehofft, wir hätten jetzt hier die Hütte der Heildingsbums gefunden. Die Samen müssen wir bestimmt zu der Baumwächterin bringen, wenn wir ihr geholfen haben. Aber ich weiß nicht, wie wir ihr helfen. Madudes. Setzte Problem hier. So, da oben ist noch was drauf. Nutze den Stoßangriff. Ah, ja, okay. Ergibt Sinn. Ergibt Sinn. Aha, okay. Gut. Wie kommen wir jetzt an das Gorlek-Erz? So nicht. Ah, ja, so, logisch. Moment. Hm. Aber ich glaube, ich muss das von da oben machen. Ich glaube, von hier unten klappt nicht. Jetzt wahrscheinlich so. Zack, zack, zack. Oh, das ist ja viel zu schnell. Kann man auf dem Baum landen? Ach, oder? Moment. Haha. Okay, und das erklärt jetzt auch wieder, wie wir bei der Lichtung weiterkommen. Okay. Gut. Ja, also das mag ich wirklich sehr gern. Das ist wirklich jedes Mal wieder schön. Dann die Fähigkeit zu bekommen und sofort der Kopf so, ah, Moment, da kann ich lang, da kann ich lang. Das ist sehr, sehr nice. Putz! Oh, das war eine Blume. Au! Hier lang. Ach, kann ich ja gar nicht. Bams! 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 Kaputt! Au! Das nennt man souverän, was ich hier tue.
Okay. Ich bin weit gereist, um den Blütenbaum zu sehen, aber auf dem verschneiten Gipfel wächst bestimmt nichts mehr. Vergangene Wunder liegen begraben unter Schnee, Schlamm und Asche. Und mir frieren die Federn ab. Geht das überhaupt? Ha! So, wait. So, und jetzt kann man... Ja, aber selbst dann, also... Ach, ja. Oh Mann, ich bin manchmal so ein Horst, ey. Wie ich einfach die Mechaniken des Games instant wieder vergesse. Jetzt drücke ich die falschen Knöpfe. Ich bin der Allerbeste. Ja. Jetzt habe ich es berührt. No. Aber ich kann mir erstmal das. Das war falsch. Ich wollte mich heilen. Ach, come on. So. Lebenskraft. Du hast ein geil. Du. Bei mehr als 50% verursachst du Bonusschaden. Okay, da ich versuche, das eigentlich immer drin zu haben. Ja, aber ich will den Rest jetzt gerade ehrlich gesagt nicht auswechseln. Okay, gut. Dann können wir uns hier noch durchfräsen. Haben einen Checkpoint. Okay, dann muss ich wohl erstmal von unten ran. Also muss ich noch da. Okay, dann holen wir jetzt erstmal das da drüben noch. Aber wir machen einen ganz kleinen Abstecher zur Lichtung. Weil jetzt können wir ja porten. Und ja, können uns da schnell die Sachen holen. Und ja, wieder was ausbauen. Von daher. Machen wir das schnell und dann gehen wir die Sachen nach links holen und dann geht's weiter. So, guten Tag. Lassen Sie mich, Doktor, ich bin durch. So, ich bereite den großen Flug. Hier oben schon mal? Kann man nicht. Ach so. Okay. Nein! So, guten Tag. Huch! So weit weg, weggespawnt. Guten Tag. Ich grüße dich, Geist. Nicht jeder kann wie Mock der Mutige sein, aber du kannst deinen Mut unter Beweis stellen. Er befindet sich tief in den Mitternachtshöhlen. Ein Schrein, der den Mut jener testet, die sich dorthin wagen. Ich würde selbst gehen, aber an meinem Mut besteht kein Zweifel. Schrein in Howells Bau. Ach, das ist Howells Bau. Okay. So, haben wir das schon mal. Sehr gut.
Okay, da drüben ist noch ein Gorleck-Erz. Moment. Es muss einem ja was bringen, dass man hier raufspringen kann. Nee, ist aber überall zu. That's not it, wie es scheint. Na gut, so. Und dann noch. Nein, jetzt habe ich es verfehlt. Mann! Ey! Himmel hilf! Das war dumm, das war dumm. Ich stell mich sehr, sehr dumm an. So, jetzt aber. Übersprung. Du hast einen Geistersplitter erhalten. Schüsse mit dem Geisterbogen treffen auf Feinde in der Nähe. Ah, okay. Ganz nice. Gut. Wie ich daran komme, habe ich immer noch keinen Plan. Was schade ist, weil ich denke mal, man wird genau alle brauchen. Ich mache jetzt hier erstmal. Obwohl, ich mache erstmal neue Höhen. Fantastisch, ich werde mich gleich darum kümmern. So, noch mehr Baue. Wie kommst du eigentlich hier hoch? Tja, jetzt fehlen. Jetzt fehlen nur noch die Blumen. Wo hat er die jetzt gebaut? Da oben, ne? Glaube ich. Warte mal. Hier oben drüber ist das Gorleck-Erz. Ich habe keinen. Jetzt habe ich keinen Mana mehr. Okay, this is a quest for another time. Ich kann mich hier drüben zwar auch aufladen, aber ich will euch jetzt ja auch nicht so lange aufhalten. So. Gut, dann. Das ist das Gerücht, oder wie? Ach man, hä? Aber dann habe ich den doch bestimmt schon gemacht. Moment, das irritiert mich. Hier. Aber den habe ich doch 100 pro, den habe ich doch 100 pro schon gemacht. Muss ich den jetzt nochmal machen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den schon hatte.
Also es hatte ich 100 pro schon. Ich bin mir extrem sicher. Ja, auch ein bisschen Quatsch, dass sie diese dass das Gerücht noch markiert wird, wenn man das halt schon hatte. Ich wollte jetzt halt sicherheitshalber gucken, nicht dass ich irgendwas verpasse, aber das finde ich strange ein bisschen. Okay, nun aber weiter zu unserem Ziel, das liegt dort. Okay, aber ich glaube, dann schaffen wir das Irrlicht bald. Also ich denke, wir müssten uns jetzt so langsam dem Ende nähern. So, wo ist der Weg? Hier ist der Weg. So, ich will erst noch, Moment, hier ist noch was. Halt. Ah ja, genau. Das, was man mit dem Feuerball des Dings nicht aufschießen konnte. Hup. Aber das hier unten hatte ich doch. Warum wird das als nicht... Nicht links. Aber hier hinten. Aber es war so. Gucken wir erstmal, dass wir die Abkürzung vielleicht aufkriegen. Da hinten geht es noch runter. Ah ja, genau. Hier war auch eine Eiswand, ne? Hier war das. Aber jetzt können wir das hier anmachen. Ah, ja. Ist hier unten noch was? Ja. So. Alright. Gut, gut. Guten Tag. Hallo, setzt du dich zu mir ins Lagerfeuer? Hatschi! Ein Windstoß hat mein Lagerfeuer gelöscht, darum verstecke ich mich jetzt in der Höhle. Es tut mir leid, dass ich kein Essen für dich... Also alles, was ich habe, sind Träume. Träume von Suppe. Okay, man kann sein Feuer nicht anmachen, ganz offensichtlich. Schade. Diese Abkürzung nicht aufmachen. Da ist offenbar wieder eine. So. Ah, jetzt ist das hier auf. Okay, haben wir das schon mal. Dann gehe ich jetzt nochmal ganz kurz zum Anfang zurück und dann können wir hier weitermachen. Genau. Haben wir die Abkürzung nicht schon mal. Kann ja nicht schaden. So, wo muss ich jetzt lang? Hier runter. Da rein. Dann hier lang. Dann hier rüber, aua, dagegen springen. Das ist unbedingt wichtig, sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. So. So.
Warte, bevor wir hier irgendwas schmelzen. Nochmal gucken. Ah, hier ist es dann nochmal ein. Ach, das schmilzt jetzt wieder nicht, ja? Aber so kann ich es machen. So, ein Gorlek-Erz. Bams! 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 Zerbamst habe ich nicht. So, dann wollen wir hier rauf. Dann wollen wir hier ran. Dann wollen wir in die Stacheln springen. Das ist auch unbedingt elementar wichtig. Und dann wollen wir uns schnappen lassen von der Pflanze. So. Gut. Haben wir das auch abgehakt. Sehr schön. Hallo, Herr Bär. Moment. So, zack, 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 zack. So, gut, jetzt können wir weitermachen im Text. Perfekt quasi. So, sehr gut. Jetzt sind wir wieder hier. Das ging schnell und smooth. Paar Mal gefressen worden, paar Mal in die Stacheln. Aber mein Gott, es kann ja nicht, es kann nicht immer alles perfekt laufen. Nicht wahr? Super. So. Dann jetzt weiter im Text. Moment, nee. Wo ist der das Lebensding? Okay, ich hätte da von der anderen Seite ran gemusst. Shit. Shit. Goddammit. Okay, mal kurz gucken. Ach, noch weiter unten. Alright. Hier. Nein. Ja, eigentlich fast von oben aus. Spannend. Okay, ich habe irgendwas getroffen. Ha. Warte, Moment. Von hier? Ich muss zugeben, im Moment kenne ich es nicht. Dann müssen wir uns damit einfach wann anders auseinandersetzen. Das habe ich sehr gut gemacht. Es war quasi überragend. Mann, was mache ich denn? Okay,
Ja, muss zugeben, raff ich im Moment nicht. Raff ich im Moment nicht. Guten Tag. Ah! Ach komm, oh nee. Du Nussbubble. Mobbing. Aha. Schwuppsdiwupps ist der Weg frei. Lösung gefunden. Yay. Nice. Sehr, sehr nice. Okay, da muss ich wieder von hinten ran. Damit kenne ich mich aus, damit kann ich mich arrangieren. Au. Stimmt, irgendwas Cooles erreicht mit meinem. Ah, oh Gott! Wohin man auch geht, irgendwas ist immer aggressiv. Ja, wie in Berlin. So. So. Gut gemacht. So, da. Muss ich da überhaupt hoch? War ich da nicht schon? Nee, war ich nicht. So. Kaputt gehauen. Gut, jetzt geht's wieder ans Dingsbumse sammeln. Schlüsselsteine sammeln. Das machen wir noch. Oh, die Folge geht schon ganz schön lange. Puh! Bams! Puh! Jetzt wollte ich ihn hauen. So, zack, zack. Zack, zack. Achso, das geht nicht. Okay. Das ist anders. Au! Ach, das Tor habe ich aufgemacht. Sehr gut. Okay, dann. Guten Tag! Alter, was ist denn das? Also irgendwie kommt mein PC mit diesem Game nicht klar. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. So. Noch was? Ja. Oh Gott. N. So. Puh, den offenen Schlagabtausch gewinne ich mittlerweile, Kollege. Kaum zu fassen, aber wahr. Okay, so. Hier ist nachher wieder ein Speed-Dings. Okay. Lässt der sich einfach fallen, der Hannes, ey.
Au. Au. Ihr seid doch Assis, ey. Okay, hier muss ich Feuer wieder anmachen. Sie wünschen? Warum verfehlt denn das? So. Das Feuer ist eröffnet. Ein Splitter. Katalysator. Wandle Nahkampfschaden Energie um. Oh. Cool. Das ist wirklich cool. Aber was rausnehmen dafür? Hm. Und jetzt erstmal damit. Nee, da unten. Katalysator. So. Test. Das klappt schon mal nicht. Fantastisch. Naja, wir werden sehen. So. Och, wer bist denn du? Geral, du hast meine würzigen Kräuter gebracht. Wo hast du sie gefunden? Ah, sie wachsen nur auf gefährlichen Felsnasen und müssen bei Vollmond geerntet werden. Und sie sind genau das, was ich für eine perfekte Moormuschelsuppe brauche. Ein seltsamer Genuss. Würzige Suppe. Ah, fuck, wer wollte die Suppe denn nochmal haben? Das hat mir irgendwer schon gesagt. Irgendeiner von den Moki hat gesagt, wenn ich doch nur ein Gefäß hätte. Der da, maybe? Boah, keine Ahnung mehr. Das Glück, für gewöhnlich ist die Suppenschlange sehr lang. Manchmal reicht sie bis nach Grom. Aber die Suppe ist es wert, so warm und cremig. Hm, niemand darf am großen Ausgucker vorbei. Das bin ich. Ich halte Ausschau nach Schriek, der Jägerin. Sie will die Moki fressen und unsere Moormuschelsuppe, sie ist köstlich. Du darfst passiven Geist. Aha. Ja, Achso, ist jetzt quasi wieder eine Abkürzung zurück zum Dings. Alrighty-sen. Nur um es probiert zu haben. So, na dann, weiter geht's. Au. Ich bin so schlecht in diesem Spiel, dass es manchmal auch schon wieder lustig ist. Test, Test. Nein, ich kann den Bogen nicht feuern. So, da haben wir alle vier zusammen. Da ist noch ein Erz oder so. Oder ein Splitter. Moment, ist ja irgendwo nicht stachlig? Nö. Überall stachlig. Au! Thank you.
Echt jetzt? Man schaltet das Time Trial damit frei. Wirklich jetzt? Alright. Das macht man nur fürs Time Trial? Huch, das sind. Hä? Ach, man muss alle eins. Ach du Scheiße. Ja, na, das wird ja lustig. Ich habe befürchtet, dass es darum geht. Ach so, man muss die dann einsetzen. Ja, okay. Okay, ich glaube, mit ein bisschen Geschummel und mich einfach in die Dings reinwerfen, kann es gut klappen. Okay, alles klar. Nein, da war es nicht, Goddammit. Ja, der holt halt den unten zuerst. Nein! Jetzt hab mich Sticky Magen Nagel! Okay, vielleicht wirklich erst nach unten. Meistens ist der Weg, den der wählt, ja ganz sinnvoll. Okay. Nee, das war Quatsch. Genau, ganz langsam und behäbig runter. Nope. Okay, jetzt bin ich aber einen Tick schneller als er. Okay. Geschafft. Das hat weniger lang gedauert als befürchtet. Moment, das sieht mir nach einem geheimen Eingang aus hier drüben. Nein, also ein Stacheldach. Hätte man sehen können. Auch sehen können. So. Warum habe ich den Bogen? Guten Tag.
So, dann brauchen wir jetzt wieder das. Wir haben nicht viele Versuche. Um genau zu sein, einen. Und jetzt brauchen wir Mana. Sehr gut. Test. Das zählt nicht als Nahkampfschaden. Sondern wirklich nur von Gegnern. Ja, dann finde ich das... Dann finde ich das gar nicht mal so gut, offen gesagt. Dann mache ich dich wieder raus und dich wieder rein. Guten Tag, ich bräuchte Mana. Vielen Dank. Gut, ich muss noch einen Schuss machen. Das war mäßig erfolgreich. Das war erfolgreicher. So. Und das, du Sausack. Okay, aber wir sind jetzt gleich am Ziel. Mal sehen, wir haben schon gesehen, dass Schild hier wieder rumgeflogen ist. Von daher ahne ich Böses. Das machen wir jetzt diese Folge noch. Kein Boss, kein... Ich misstraue noch. Aha. Shriek is not amused. Guten Tag. Hallo. Ein Lawine. Renn, Obi, renn. Das ist schlecht. Ah, der Soundtrack ist so gut. Zack. Jetzt wollen wir hier hochsliden. Oh Gott, Stacheln kommen. Dinge passieren. Okay, hier kann ich sliden. Hier kann ich lang. Hier kann ich rum. Hier kann ich Dinge tun. Hier kann ich dahin. Hier kann ich hüpfen. Hier kann ich so machen. Hier kann ich mich lang schwingen. Shit. No, das wird sehr eng. Das wird sehr eng. Okay. So. Reaktionsschnelle ist gefragt. Peng. So. Nee, 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 nee. Wuhu. Okay. Geschafft. Öffne deine Augen, kleiner Geist. Du bist jetzt in Sicherheit. Du hast das Gedächtnis des Waldes geweckt und damit auch mich. Oh, guck, der hieß Very Pretty. Ich hätte dich bei all dem Schnee beinahe nicht gesehen. Nun wird der Frühling wieder in der Spitze Einzug erhalten, auch wenn einige das nicht begrüßen werden. Die Kreatur Shriek gehört dazu. Ich habe sie im Schlaf in meinen dunklen Träumen gesehen. Sie wurde aus Staub geboren, stieg auf, während die Welt unter die Asche sank. Oh.
Tja, und auch Schnied war nicht immer böse. Deshalb hasst sie Kuh so sehr. Noch mehr als alles andere. So kehrte sie zu Asche und Staub zurück. Sie ist verloren, eine bemitleidenswerte Kreatur. Ihr Herz ist versteinert. Auch der Sommer der Vergangenheit ist verloren. Er wird nie wieder zurückkehren. Doch dank dir, Geist, wird ein neuer Sommer kommen und seinen Platz einnehmen. Das habe ich geträumt. Ja, gerade wieder Gänsehaut. Also das machen wirklich die Ori-Spiele 1 und 2 wirklich sehr, sehr gut, dass sie, ja, natürlich jetzt Shriek erstmal natürlich als böse etabliert haben. Aber das, es reicht ja für so ein kleines Spiel, also für so ein kleines Spiel, ne, was mit wenig Worten auskommen muss, erzählen sie aber immer unglaublich gut, ja, schaffen sie es halt auch, Verständnis sozusagen für ja, für den Gegenspieler, für die böse Kreatur. Meine Fresse, jetzt sterbe ich beim Versuch, hier wieder rauszukommen. Es ist unfassbar. Ja, gut, dann werden wir jetzt uns noch schnell zu einem Checkpoint begeben, zu einem Speicherpunkt. Und dann soll es das gewesen sein für diese Folge. Ich glaube, die geht auch schon wieder fast eine Stunde. Aber das wollte ich jetzt schon gerne noch fertig machen. Ja, also sehr, sehr schön erzählt. Also ich nehme meine Meinung von vor ein paar Folgen zurück. Da habe ich jetzt tatsächlich einfach mit den Seen, glaube ich, einfach das unspannendste Gebiet gehabt. Es war jetzt so rein vom Gameplay-Aspekt und so her, war es halt wirklich das unspannendste Gebiet. Ja, aber die Schimmeltiefen waren super und ja, das jetzt war auch wieder ziemlich cool. So, gut. Dann setzen wir uns auf den Speicherpunkt. Und ja, dann würde ich sagen, war's das. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum Ori... Also, ich habe es halt in keinen Tests gelesen, dass das technische Probleme hätte, das Spiel. Von daher wundert mich das so. Also, vielleicht ist da auch irgendwas... Ich hatte das mit irgendeinem Game schon mal. Mit Ni no Kuni 2. Das hatte ich erst auf meiner normalen Festplatte installiert und da lief es miserabel. Und dann hatte ich es auf der SSD und da lief es dann gut. So, und auch bei Ori war schon die Installation so komisch, dass er halt irgendwie, keine Ahnung, für die 4,4 GB ewig gebraucht hat, weil ständig die Festplatte, die Festplattenspeicher nicht genutzt werden konnte. Wer weiß, ich hoffe, es stört nicht allzu sehr, ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ich würde da jetzt aber mal den Benefit of a Doubt geben und denken, dass das nicht am Spiel liegt selber, sondern eher, dass da irgendwas schiefgegangen ist, irgendein Fehler. Wer weiß, gefällt mir nach wie vor sehr gut. Ich denke mal, in der nächsten Session, in der nächsten Session werde ich es dann zu Ende spielen. Viel bleibt nicht mehr über. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Gauton und ciao.